So, willkommen zurück zu Let's Play Lego Herr der Ringe. Die Gefährten, alle neun, auf der Flucht vor dem Balrog in den Minen von Moria. Hier ist noch ein Skelett und dann Frodo nochmal eine verpasst. Sehr schön. Noch nicht so viele von den Lego-Steinen jetzt. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken. Nicht runterfallen. Das ist, glaube ich, eine Speicherungsstatue. Warum nicht? So. Hier kann noch keiner was machen. Ich noch nicht rausgekriegt, wie man dieses silberne Mithril. Also ich vermute ja mal, dass das Mithril ist. Ja. Wer das kaputt machen kann. Vielleicht braucht man dafür irgendwie eine Mithril-Spitzhacke oder irgendwas. Ja, nicht an Bord! So. So, und wir können selber springen, oder? Ne. Okay, wir haben jetzt hier... So, hier ist zum Durchkriechen. Noch ein Kistchen. So, da muss man mit Sam machen. Um hier den Turm zum Einsturz zu bringen. Eigentlich mit Gimmel hier. Ich kann das hier gut machen. Ach so, nee, da ist er drauf geflogen. Ah, okay. Schwer. Und überall brechen hier die Lego-Teile weg. Uiuiui. So. Feuer machen. Ja, nur an seiner Stelle würde ich mich auch beeilen. Ja, okay, das ist noch ein... Naja, hm. Sam, beeil dich. Man hat immer ein bisschen Angst, hier auch vorbeizuspringen. So, dann brauchen wir hier mal den Legolas. So, geht da auch mal vor. Über die Brücke! Nicht!
Seht ihr Narren? Nein! Ich hab A gedrückt, um schneller zu fallen. Holen. Und dann wahrscheinlich den Gandalf, den Balrog einholen, um hier ein bisschen Action zu machen. Ausweichen, steuern kann ich gerade nicht. So ein bisschen links und rechts. Steht irgendwie, ich soll den Angriffen des Balrogs ausweichen. Da steht nicht. Jetzt kann man hier auch ein bisschen mehr steuern. Nee, doch nicht. Immer nur so ein bisschen links, rechts. Aber nicht großartig. Balrog hin und her tänzeln. Epischer Kampf gegen den Ball. So, irgendwie noch versuchen, weil eigentlich ist es ja jetzt nicht mehr weit aus den Minen. Also ich weiß nicht, was sie sich jetzt hier noch ausgedacht haben. Aber eigentlich so richtig mega weit ist es nicht mehr. Deswegen irgendwie noch versuchen, möglichst viel von dem Steinchen mitzunehmen. Okay, Frodo kann mit der durchleuchten Kugel. Achso, die leuchtende Fiole, die ich noch nicht habe. Später kriegt man ja erst von der Elfenherrin sozusagen, um sich gegen die Spinne dann zu erwehren. Und dann muss man hier wahrscheinlich nochmal zurück und dann kann man da in diesem dunklen Raum... Nein! Ach, fu. Galandriel gibt er mir diese Fiole. Und ständig kann, also wie gesagt, es gibt ja diesen Open World Modus und dann wird man hier sicherlich nochmal herkommen, wenn man die 100% haben möchte. Um was auch immer in diesem dunklen Loch jetzt ist.
das zu holen. So, Aragorn. Aragorn. Legolas meine ich. Zack. Nein. Okay, hat irgendwer. Ja. Aragorn hat noch den Griff, ne? Ne, steht Legolas. Da muss man auch nochmal drauf schießen. Okay. Ja, okay, Nahlied. Ja, wie gesagt, hier noch alles kaputt machen. Zwar schon, aber ja, ich habe aber noch keine leuchtende Fiole. Und da kommt jetzt wahrscheinlich auch keiner hoch, außer der Elf. Der da unten gefangen ist. Ah, das ist jetzt natürlich ärgerlich. So, mal kurz auf Frodo gucken, ob ich nicht doch irgendwas habe, um den da rauszukriegen. Kein Abenteuer-Menü. Ja, so ein Wassereimer und solche Sachen. Schön verpackt. Ja, keine Chance hier. Die ganzen Orks. Sieht nicht so aus, als würde Legolas da nochmal rauskommen, ne? Denn? Oh! Ja, okay. Ja, ich komme da zwar ran, aber... Kann ich eigentlich nur zurück nach Mittelerde machen und das Ganze irgendwie nochmal machen, ne? Ja, das ist natürlich ein ärgerlicher Bug. Da sind wir wieder vor den Minen von Moria. Ja, dann rein. Ja? Ah, naja, gut. Okay, wenigstens... man nicht das ganze Level noch mal machen. Das ist ja immerhin schon mal was. Oh, ja. Ich hatte jetzt wirklich schon die Befürchtung, dass ich alles noch mal machen muss. Aber nur den hinteren Teil von Moria muss man offensichtlich nochmal machen. Ein Skelett, okay, dann bin ich schnell werfen. Jetzt,
Und dann diesmal mit Legolas nicht in das Loch fallen. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Ah, okay, die muss man auch alle neu sammeln, die man jetzt nicht gefunden hat, sozusagen. Das heißt, es hat mir gar nichts genützt, dass ich da unabsichtlich gebackt habe. Weil ich die Kiste jetzt trotzdem nochmal finden muss. Nämlich später dann, wenn Frodo den diese Fiole gegeben hat. So, Legolas wieder hier. Alles schon mal gesehen. Ach so, jetzt Kampf gegen den Balrog nochmal. Haare hinten im Wind hin und her wedeln, herrlich, ey. Dem Balrog noch schnell den finalen Stoß verpassen. Das war jetzt. Und oben. Versuchen nicht in nicht wieder in dasselbe Backloch zu fallen wie beim letzten Versuch. Steine haben wir nach unten fallen. Oh, ärgerlich. Oh,
Ja, da hilft auch das beste Mitspieler nicht. Finde ich ganz witzig, dass es oben so angezeigt ist durch das Mithril und hat halt nochmal zusätzlichen Schutz. So, nicht da wieder reinfallen, nicht da wieder reinfallen. Hier waren wir ja schon mal. Diesmal sprach man nicht runter wegen dem Verstand. Nein. Komm her, Stein. Und alle hoch. Im Pfeilhagel. Der Moria Gottes. Und Sam nach unten werfen. Pippin hat ihm gerade den Ork mit einem Schlag kaputt gemacht. Krass. Und Boromir mal schön den Pfeil in die Brust geschossen. Und Ork. Nein! Aber wenn man wahrscheinlich so oft hier runterfällt, dann wird das wahrscheinlich nichts. Die Pfeile da rein macht so. Hier ist eine goldene Truhe, ne? Nehmen wir mal Gimli. Ach so, weil Gimli getragen wird von Boromir. Und wenn er getragen wird, dann können wir nichts mit ihm anfangen. Okay, dann hier mal das kaputt machen. Ah.
Nein, es hat nicht gereicht. Ah, ich bin bestimmt zu oft runtergefallen. Wenn die Nacht hereinbricht, wimmelt es hier nur so von Orks. Wir müssen die Wälder Lothloriens erreichen. Frodo! Ja, das hat leider nicht ganz gerecht für wahre Abenteurer. Schade, schade, schade. Hab mich bestimmt zu oft drunter gefallen. So, aber ich habe eh gnadenlos überzogen, aufgrund der Tatsache, dass ich in dieses Backloch gefallen bin. Und deswegen einfach mal ciao, bis zur nächsten Folge.